Unser Team besteht aus Herrn Röttgers, der Pflegespezialist APN hier in der Neurologie, dem interdisziplinären Team und mir, der Parkinson-Nurse. Meine Tätigkeiten bestehen daraus, ich betreue die Parkinson-Patienten stationär, aber auch ambulant. Unsere Motivation ist auf jeden Fall, wir wollten die Schnittstellen zwischen dem interdisziplinären Team verbessern, um die ganzheitliche Therapie des Patienten zu gewährleisten. Wir haben schon deutliche Erfolge erzielt. Wir machen das jetzt schon regelmäßig seit einem Jahr. Ich habe zum Beispiel bemerkt, wo sind die Probleme bei der Betreuung des Patienten, wo kann ich noch in meiner Rolle helfen und natürlich auch noch mal andere Berufsgruppen mit einbeziehen. Das Projekt haben wir entwickelt auf pflegewissenschaftlicher Ebene, dann ein Phasenmodell entwickelt. Und dann haben wir es auf der Station versucht umzusetzen, um Ziele für eine optimale Therapie zu entwickeln.